Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video möchte ich noch einmal das Thema Dropshipping, Einfuhrumsatzsteuer und vor allem auch deine Vorteile nochmal so ein bisschen mehr aufgreifen. Denn mittlerweile ist es ja schon mehr als ein Monat her, dass die Einfuhrumsatzsteuerregelung gesenkt wurde. Und es gibt mittlerweile auch schon die ersten Erfahrungsberichte. Viele hatten wahrscheinlich aufgegeben, weil sie vielleicht falsch informiert waren. Und die, die aufgepasst haben, die wissen genau, was für Vorteile eben den Dropshipper genau betreffen und vor allem, was für Nachteile eigentlich passiert sind. Denn um das mal so darzustellen, für den normalen Dropshipper, der weiterhin aus Asien Produkte nach Europa importiert, direkt an den Endkunden, gibt es keine großartigen Nachteile, die gekommen sind, sondern eher ein Vorteil, der zwar auf der einen Seite für mehr Arbeit sorgt, aber der auf der anderen Seite für mehr Nachfrage sorgt. Doch schauen wir uns den Vorteil im Detail erst einmal an. Wo genau liegt denn überhaupt der Vorteil? Und zwar, der Vorteil liegt auf der Zunge. Denn die Einfuhrumsatzsteuerregelung bzw. der Einfuhrumsatzsteuerfreibetrag, der wurde nicht gesenkt, um es dir als klassischem Dropshipper das Leben schwer zu machen, sondern um es dem privaten Konsumenten schwer zu machen. Denn das Ziel dieser Einfuhrumsatzsteuerregelung war es, laut der Europäischen Union war es auch schon immer, die lokale Wirtschaft anzukurbeln. Und angenommen, wir haben jetzt meinetwegen noch das Jahr 2017 und ein ganz normaler privater Konsument bestellt auf AliExpress sich einen Artikel, der unter 22 Euro ist. Dann passiert Folgendes, und zwar kann er den Artikel ohne jegliche Gefahren, dass er Steuern bezahlen muss, einfach bestellen. Und die Lokalwirtschaft, also die einzelnen europäischen Länder, wie jetzt als Beispiel in Deutschland, hat davon nichts gehabt. Weder Einfuhrsteuer oder eine Umsatzsteuer. Das heißt, beides fehlte dem Land. Und zu der Zeit, 2013, 2014, 2015 und 2016, als das Gesetz dann irgendwann beschlossen wurde, war das noch nicht so schlimm, weil der Andrang im E-Commerce noch nicht so stark war, wie der heute ist. Und im Jahr 2017 hat man dann gemerkt, okay, der Andrang im E-Commerce ist doch höher und wir bleiben irgendwie auf der Plaute. Das heißt, wir bekommen davon nichts. Ja? Und das war so der Grund, warum die Europäische Union dann gesagt hat, okay, wir senken diesen Betrag, damit wir eben eine Steuer davon bekommen können. Der Dropshipper allerdings wird da nicht bestraft, denn man muss sich das immer so vorstellen, wenn jetzt wirklich die europäische Regierung vorhätte, ein Businessmodell zu zerstören, dann hätten die das auf eine andere Art und Weise gemacht. Denn wo wäre denn da die Logik, sage ich jetzt einfach mal, wenn der Staat dein Geschäftsmodell zerstört und du keine Steuer mehr entrichten hast? Das wäre ja Selbstsabotage für den Staat. Wofür es aber keine Selbstsabotage ist, ist für den privaten Konsument. Weil der private Konsument kann jetzt nicht mehr so einfach im Drittland bestellen, weil er hat die benötigten Unterlagen, die du als Dropshipper, die du als Unternehmer hast, die hat der private Konsument nicht. Und insofern kurbelt der private Konsument dann die Wirtschaft an, weil da muss er bezahlen. Das heißt, wenn jetzt Stand heute jemand bestellt auf AliExpress für meinetwegen 20 Euro, dann wundert sich der Privatkonsument, dass auf einmal die DHL klingelt und sagt, so, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen die 19% Umsatzsteuer haben. Oder dass man einen Brief bekommt und das Paket bei der Post abholen muss. Aber mit dem einzigsten Hintergedanken daran, dass man dann nicht diese 19% auf den Einkaufspreis bezahlen muss, was der Kunde bezahlt hat, ja, also was der private Konsument bezahlt hat, sondern er muss den geschätzten Verkaufspreis bezahlen. Das heißt, der Zoll tippt dieses Produkt irgendwo bei Google ein, auf eBay, auf anderen Portalen, auf jeden Fall auf deutschen Portalen und schaut, okay, was ist das denn hier im Land wert? So, und wenn er jetzt ein Produkt für 20 Euro hat, was allerdings einen Wert hat in Deutschland von 50 Euro, muss der private Konsument auf diese 50 Euro die 19% Einfuhrumsatzsteuer entrichten. Und der große Nachteil, was jetzt der private Konsument hast, den du nämlich nicht hast, ist, er kann diese Steuer nicht als Vorsteuer geltend machen. Das ist der große Vorteil, den du als Dropshipper hast, als klassischer Dropshipper, wenn du dein Unternehmen vernünftig angemeldet hast, hast du nämlich mehrere Möglichkeiten. Aber dazu kommen wir gleich einmal im Detail. Schauen wir uns doch einmal an, wie funktioniert dieses Prinzip überhaupt grundsätzlich. Ich habe dir ja gerade erklärt, dass der private Konsument jetzt
offiziell dieses Ganze versteuern muss und das Geld sofort zu entrichten hat. Und du als Dropshipper musst das natürlich auch, hast allerdings andere Vorteile, die du hast. Das heißt, der Dropshipper wird in dem Falle belohnt. Aber zugegeben ist das Ganze natürlich auch etwas komplexer, beziehungsweise nicht etwas komplexer, sondern es wird ein Schritt dazwischen geschaltet, was viele davon abgeneigt hat, zu sagen, okay, komm, jetzt starte ich doch mit diesem Businessmodell, weil es viele Leute da draußen gab, die gesagt haben, ist vorbei, wird nicht mehr funktionieren. Zugegeben, ich persönlich bin auch kein Riesenfan vom China-Dropshipping. Wir spezialisieren uns hauptsächlich auf Europa und darauf eine eigene Marke aufzubauen. Aber wenn es Leute da draußen gibt, die noch nicht das Startkapital haben, was man benötigt, um eben einfach sich so ein solides Business aufzubauen mit einer eigenen Marke und auch Ware in großen Mengen zu importieren, dann ist die Dropshipping-Asien-Alternative eine super gute Alternative zu dem Businessmodell Marke aufbauen oder europäisches Dropshipping, um sich erstmal ein Startkapital einfach aufzubauen. Das ist ja so das, worum es am Ende geht und was natürlich auch extrem viel Sinn ergibt. Deswegen, ich persönlich empfehle, auch mit Asien Dropshipping zu starten, wenn man noch nicht das geforderte Startkapital hat. Heißt, hast du zum Beispiel 500 oder 1000 Euro nur zur Verfügung, dann sage ich, bau dir noch keine Marke auf, weil dafür braucht man ein bisschen mehr Kapital und man muss das Ganze langfristig sehen, weil du langfristig damit Geld verdienen wirst, aber nicht kurzfristig. Mit dem Asien-Dropshipping-Modell kannst du auch kurzfristig Geld verdienen. Da kannst du innerhalb von 1-2 Monaten sehr viel Geld mit verdienen, wenn du es richtig machst, auf jeden Fall. Und vor allem ist es schnell und unkompliziert. Und da gab es dann einige Leute, die zwar meinten, sie hätten Ahnung, allerdings auf der anderen Seite dann irgendwie doch nicht und sich damit nicht so wirklich beschäftigt haben. Und erzählt haben, ja, das wird nicht mehr funktionieren. Es gibt da jetzt das Prot-Gesetz, was da noch dazwischen geschaltet wird, was übrigens schon seit 2013 existiert und auf einmal ist das relevant. Ne? Also es gibt da echt viele Chaoten, die da so ein bisschen hin und her wedeln. Es gibt auch einige Leute, die als Beispiel etwas anbieten, wo man dann zum Beispiel die quasi den Import für dich übernehmen. Ja? Also die übernehmen dann einen Import für dich und für die ist ja natürlich Dropshipping der Tod. Also die finden ja die Dropshipper alle doof, weil dadurch, dass natürlich Dropshipper es welche gibt, läuft natürlich deren Dienstleistung nicht, dass sie für andere Leute Waren importieren können. Ja? Also das, die können die Dienstleistung dann nicht anbieten und die sagen dann natürlich auch, ach, das kannst du vergessen und hier und da und so. Also Leute, passt ein bisschen auf, holt euch immer zwei Meinungen rein, bevor man auf eine Meinung vertraut und sich irgendwie beeinflussen lässt, da bin ich ein riesengroßer Fan von. Das heißt, ihr schaut jetzt mein Video, aber schaut euch auch nochmal andere Videos an oder andere Berichte und so weiter und so fort und bildet euch so ein bisschen eure eigene Meinung. Natürlich muss man sich ans Gesetz halten und das ist natürlich auch das, worum es geht. Also, der Dropshipper wird an dieser Stelle nämlich extrem belohnt, weil der Dropshipper hat nämlich die Möglichkeit, erstmal, er kann sich selbst dafür verantwortlich machen, diese Waren zu 100% korrekt zu importieren und direkt an den Endverbraucher zu senden. Das heißt, die Europäische Union, die hat dann damals überlegt, okay, wenn wir jetzt den Privatkonsumenten einschränken, wie kriegen wir das denn trotzdem hin, dass der klassische Lieferant, nenne ich ihn jetzt einfach mal, also der klassische Dropshipper, der klassische Unternehmer, trotzdem weiterhin Geschäft machen kann. Aha, sagte die Europäische Union, dann machen wir halt einfach dieses Import-One-Stop-Shop-Verfahren, also kurz IOSS. Denn mit dem Imports-One-Stop-Shop-Verfahren, also mit dem IOSS-Verfahren, hat der klassische Dropshipper und auch sämtliche andere Lieferanten und Speditionen die Möglichkeit, eine vereinfachte und schnelle Zollausfertigung zu machen, wo wir den Leuten dann quasi ermöglichen, ihre Waren einmal pro Monat anzumelden und einmal pro Monat die Einfuhrumsatzsteuer zu bezahlen. Und im Gesetz steht, das ist jetzt ein Auszug aus dem Gesetz, den habe ich mir aufgeschrieben, und zwar heißt das, dass die Einfuhrumsatzsteuer möglichst, das ist wirklich der Satz, möglichst auf den Verkaufspreis berechnet werden soll, die der Importeur quasi bezahlt. Das heißt, wenn du das selber machst, musst du möglichst den Verkaufspreis angeben können, um darauf dann auch die Einfuhrsteuer zu bezahlen. So, jetzt gibt es ich stelle gleich noch weitere Alternativen vor, die man auch noch machen kann. Es gibt nämlich nicht nur diese Möglichkeit, das selbst zu machen, sondern es gibt auch noch Drittanbieter, die man verwenden kann.
Und zwar haben wir, wenn wir mal auf mein Bildschirm switchen, hier das Bob-Portal von Elster und hier im Bob-Portal von Elster, hier haben wir nämlich die Möglichkeit, die Registrierungsanzeige für die Teilnahme an der Sonderregelung für IOSS zu beantragen. Das bedeutet, hier können wir in diesem ja, sehr kurzen Formular, es geht wirklich sehr schnell, es dauert 5 Minuten, können wir einen Formularantrag stellen, das ist kostenfrei und hier bekommen wir dann quasi unsere IOSS-Nummer am Ende zugeteilt. Das heißt, hier steht auch für IOSS und hier bekommen wir dann am Ende eine Nummer und diese Nummer muss auf den Paketen drauf sein, damit wir auch hier über dieses Portal dann unsere Einfuhrumsatzsteuer zahlen können. Jetzt gibt es noch eine weitere Alternative und die nennt sich Textu als Beispiel. Das ist jetzt eine von vielen, es gibt noch weitere Anbieter. Textu ist meiner Meinung nach etwas, was sehr einfach ist. Und wenn wir jetzt mal hier oben als Beispiel mal auf Buchen klicken, dann finden wir hier jetzt, nehmen wir mal jetzt einfach ein paar Pakete. Wir nehmen jetzt mal hier 500 Pakete im Monat. Und jetzt finden wir hier erstmal das Basispaket, was wir angeklickt haben. Und hier finden wir das IOSS-Paket. Aha, was ist denn das? Das IOSS-Paket ist das, das kostet jetzt hier in dem Falle 99 Euro im Monat. Was ist das IOSS-Paket? Das IOSS-Paket ist nichts anderes, als dass du hier quasi einen Steuerberater automatisiert hintergeschaltet hast, der für dich die Einfuhrumsatzsteueranmeldung jeden Monat übernimmt. Das heißt, du hast kein Gucken nach nichts. Das ist so das, was quasi zusätzlich eingeführt wurde. Das bedeutet, dass der Dropshipper die Einfuhrumsatzsteuer zwar auch zahlen muss, klar, aber er kann das mit seiner eigenen IOSS-Nummer machen und vor allem vereinfacht machen. Das heißt, er muss die nicht sofort bezahlen, sondern wie eine Umsatzsteuervoranmeldung quasi jeden Monat einfach entrichten. Jetzt gibt es ein Aber und zwar, der deutsche Dropshipper ist in der Regel, weil als Dropshipper hat man relativ schnell die Umsatzschwelle vom Kleinunternehmer überschritten und dadurch wird man dann automatisiert zum Einzelunternehmer und ist dann dementsprechend auch vorsteuerabzugsberechtigt. Deswegen ist der Dropshipper in der Regel auch vorsteuerabzugsberechtigt. Und das könnte darauf hinziehen, dass wir hier in dem Falle auch einen durchlaufenden Posten haben, so wie es natürlich auch die Umsatzsteuer ist. Das heißt auch, der Dropshipper muss dann einmal im Monat seine Einfuhrsteuerumsatzerklärung oder auch die IOSS-Erklärung über das Bob-Portal oder eben hier über so einen Anbieter wie zum Beispiel Textu machen. Und ja, wie ich schon sagte, die Einfuhrumsatzsteuer sollte möglichst auf den Verkaufspreis basieren. Jetzt gibt es noch ein paar Alternativen und zwar gibt es ein börsennotiertes Unternehmen, das nennt sich AliExpress und Alibaba. AliExpress und Alibaba sind größer als Amazon und haben ihre AGBs angepasst. Dazu hatte ich schon mal ein YouTube-Video veröffentlicht. Und in diesen AGBs, da steht drinne, dass Seller, also Verkäufer, ich übersetze das jetzt mal ins Deutsche, Verkäufer, die weiterhin Waren an die Europäische Union verkaufen wollen, sind verpflichtet, eine gültige IOSS-Nummer zu beantragen und über diese IOSS-Nummer die dementsprechende Steuer, der Einfuhrumsatzsteuer, zu entrichten. Bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel seit dem 1.7.2021 Produkte auf AliExpress bestellst, wirst du ein kleines Kästchen haben, wo dann Tags drin steht. Das sind dann zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Deutschland, 19% auf den Einkauf, auf den Preis, den du eben bei AliExpress bezahlst. Das heißt, ein deutlich günstigerer Preis, als wenn du es in Deutschland kaufst. Und du musst selber nicht die Einfuhrsteuer abführen, sondern das macht AliExpress für dich. Und dann hast du in deinen Account-Einstellungen, unten links ist ein Zahnrad, da kann man draufklicken, dann kann man auf Transaktionen klicken, auf Tags und dann gibt es da FAT-Documents und da kann man sich dann die Einfuhrumsatzsteuer, die man bezahlt hat, die man quasi vorab bezahlt hat, kann man sich dann ein Dokument herunterladen und das dementsprechend auch bei seiner Umsatzsteuervoranmeldung mit abgeben. Und einfach da mal schauen, was passiert. Aktuell gibt es dazu noch keine Erfahrungsberichte, inwiefern das anerkannt wird. Von daher kann man da aktuell nur so seine eigene Meinung bilden. Aber dementsprechend, ich bin ja natürlich auch kein Steuerberater und das ist jetzt natürlich auch nicht mein Fachgebiet. Das ist allerdings eine coole Alternative. Das macht natürlich erstmal den Markt, gesamt AliExpress und Alibaba, extrem übersichtlich und vor allem auch extrem sicher, weil wir eben einfach nicht mehr diese ganzen Schwachmaten damit drin haben, die die Ware nicht mal losschicken. Das heißt, das ist schon mal ein großer Vorteil, dass jetzt nur noch Seller aktiv sein dürfen und nach Europa verschicken dürfen, die eine offizielle IOSS-Nummer haben. Das ist in den AGBs von Alibaba
Alibaba und von AliExpress extrem dick neu reinmarkiert worden zu dem Bereich. Dann gibt es auch noch eine Alternative, CJ Dropship zum Beispiel, hat auch die AGBs angepasst und CJ Dropship verschickt auch dementsprechend zum Beispiel mit seiner eigenen IOSS-Nummer. Und dann gibt es auch noch einen weiteren Vorteil, und zwar gibt es mittlerweile auch schon Speditionen wie 4PX, Yunexpress, Yanwen, CNE Express, die alle eine eigene IOSS-Nummer haben. Und wenn du einen Lieferanten hast, der auch eine eigene IOSS-Nummer hat, ist es natürlich super, und zusätzlich kannst du die Möglichkeit nehmen und deinen Händler fragen, falls er keine eigene IOSS-Nummer hat, ob er mit einer dieser Speditionen verschicken kann, die eben eine IOSS-Nummer haben, und dementsprechend kann man dann relativ entspannt und ohne großartigen Aufwand weiterhin Dropshipping aus Asien betreiben. Eine weitere Alternative ist natürlich nach wie vor mit Europa zusammenzuarbeiten, das heißt mit europäischen Lieferanten, meinetwegen auch sowas wie Big Buy erstmal zu verwenden oder sich von Anfang an eine Marke aufzubauen, wenn man natürlich das dementsprechende Startkapital dazu hat. Wenn du jetzt an der Stelle bist und sagst, hey, ich habe nicht so das größte Startkapital, sagen wir jetzt einfach mal 500 oder 1000 Euro, ich will aber trotzdem starten, dann kannst du dich natürlich auch gerne auf www.kevinhelfenstein.de für ein kostenfreies Erstgespräch anmelden. Wir decken ja natürlich auch den Bereich Dropshipping Asien nach wie vor ab. Das betreiben wir ja auch seit 2016. Aber zusätzlich haben wir uns natürlich auch darauf fokussiert und spezialisiert, auf den europäischen Markt primär zu arbeiten mit einer eigenen Marke und auch hier vor Ort Produkte herzustellen oder zu importieren mit einer eigenen Verpackung und so weiter und so fort. Sowas machen wir langfristig natürlich auch, und vor allem wir bereiten deinen Online-Store dann dementsprechend so vor, dass man den auch irgendwann mal in 5 oder 10 Jahren verkaufen kann, sodass man sich dadurch dann auch Wohlstand aufbauen kann. Kommen wir mal so ein bisschen zu meinem Fazit des Ganzen, was ich hier heute mal so ein bisschen ausgearbeitet habe und dir erzählt habe. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Schritt mehr, den der klassische Dropshipper machen muss, denn er muss auf einmal eine Einfuhrsteuer bezahlen, die er vorher nicht bezahlen musste. Das ist allerdings, wie wir gerade gesehen haben, an meinem Bildschirm nicht wirklich schwer zu entrichten und ist mit nur einem Klick quasi machbar. Und was wir auch verstehen sollten, ist, dass der Konsument bestraft wird und nicht der Dropshipper, weil der Konsument kann zwar noch im Ausland bestellen, im Drittland, wird allerdings bestraft, indem er auf den offiziellen Verkaufspreis, den der Zoll ermittelt, einfach eine Einfuhrsteuer zahlen muss. Denn der private Konsument wird nicht so fuchsig sein und sich jetzt erstmal informieren, ach, wie muss ich das denn jetzt versteuern, und wird irgendein Formular ausfüllen. Das wird wahrscheinlich eher nicht der Fall sein. Bedeutet, es ist weiterhin möglich, mit dem klassischen Dropshipping auf jeden Fall jede Menge Geld zu verdienen und auch weiterhin sein Geschäft zu betreiben. Und wenn du interessiert bist, genau das zu machen, das klassische Dropshipping, oder aber du sagst, nee, ich will mir wirklich ein ganz geiles Standbein aufbauen und ich will ein Fundament setzen, dann bewirb dich gerne auf www.kevinhelfenstein.de für ein kostenfreies Erstgespräch, und dann schauen wir einfach mal, welches Geschäftsmodell am besten zu dir passt, und dementsprechend können wir dich auch abholen und dazu individuell beraten.